Okay, und starten. Und das kleine Wrack. Das gucken wir uns noch an. Ist natürlich wieder auf der falschen Seite. Ich wüsste halt auch nicht, wie ich sonst das Signal finden könnte. Kontakt ist es nicht, da ist nicht Navigation, ist halt. Da gibt es noch hier diese sechs. Und die sind halt, ja. Die zwei haben wir schon gesucht. Notruf ist es wahrscheinlich nicht und. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, welcher Logik das hier folgt. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. 4, 3, 2, 1, Strom. So, dann fliegen wir einmal rum. Einmal um den Planeten herum. Dum-di-dum. So, und das ist schon. Noch für eine Markierung hier? Oh. Orbitalflug aktiviert. Das ist ein bisschen zu schnell, glaube ich. Letzter Versuch auf dem Planeten hier. Vielleicht können wir hier wenigstens ein bisschen Material oder so mitnehmen. Wenn wir schon kein biologisches Zeug sie finden. Wonach es ja echt auch nicht aussieht. Stufe hat das ja auch nicht hier. Hier liegen nur Container rum, oder? Kann das sein? Hm. Sieht man auch so ein Schiff hier natürlich wieder nicht. So, gucken wir mal, ob wir hier landen dürfen. Fahr
ausgefahren. Oh ja. Dürfen wir. Na? Ja? Ja. Und dann lande doch. Ausrichtung, okay. Dann. Fahrwerk eingefahren. Fahrwerk ausgefahren. Ja, dann. Mach doch. Nein, okay. Dann nicht. Dann suchen wir uns einen anderen Platz, vielleicht. Vielleicht sogar noch ein bisschen näher. Ups. Tarktonen. Doch, hier ist doch Leben. Hier, warte. Ah, da war gerade. Na? So. Darf ich hier? Hallo? Jetzt. Ah, endlich. Ein bisschen schwer getan hier. Zu wenig Schwerkraft wahrscheinlich. So. Ich steig mal. Ich steig mal in den SFV. Bei Drohnen bin ich immer ein bisschen vorsichtig. So. Gesetzlos, keine Fraktion. Gut, aber das Zeug da unten interessiert uns ja auch überhaupt nicht eigentlich. Weißt du was? Das ist mir ziemlich egal. Die Drohnen tun uns ja nichts, solange wir ihnen nichts tun. Und wir wollen die Sachen auch nicht, die da unten sind. Ich steige jetzt noch einmal kurz mit unserem Forscher-Ding raus und schaue nach biologischem Zeugs, aber ich glaube, meine Hoffnung ist eher gering. Warnung, gefährlich niedrige Temperatur festgestellt. Ist nichts. Bei den, in Richtung Drohnen auch nicht wahrscheinlich. Oh, wir haben den Raketenwerfer drin. Okay. Da liegen hier die Container verstreut. Ja, okay. Dann halt nicht. Keine Ahnung, wo hier auf dem Planeten was sein soll. Ich werde jetzt nicht die ganzen Notrufe noch abklappern. Das ist. Kann natürlich sein, ne? Biologisch. Könnte natürlich auch ein Pilot sein, der noch am Leben ist. Oder das Haustier für einen Piloten. Oder das Pausenbrot von. Das Pausenbrot für den Piloten, was halt angefangen hat zu schimmeln. Und deswegen, ja, biologisch.
Naja, es ist ein schöner Felsplanet. Ein bisschen karg. Ach komm. Geh mal wieder. Mission unerfolgreich abgeschlossen. Ich würde mal kurz hier. Kann ich hier auch? So, wenn ich hier hingehe. Inventar verwalten. Kann ich hier die Waffe wechseln eigentlich? Nee, 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 nee. Kann ich. Kann ich nicht. Okay, dann halt nicht. So, an Bord gehen. Ich würde eventuell die Konfiguration ändern und wir nehmen mit dem Anzug. Das mache ich gleich, sonst vergesse ich das. Nicht den Raketenwerfer mit, sondern das Scharfschützengewehr. Konfiguration verwalten. Ach so, hier so. Das hier, genau. Dann würde ich es noch mal kurz angucken. Ob das jetzt so ist, wie ich mir das vorstelle. Warnung, gefährlich niedrige Temperatur festgestellt. Okay, das passt. Da kann man besser Sachen anvisieren als mit dem Raketenwerfer. Zumindest bilde ich mir das ein. Uff, okay, ja, dann setzen wir unsere Reise fort. Schade. Keine biologischen. Weißt du, oben rechts, da steht doch relevante Signale festgestellt. Biologisch 1. Aber woher soll ich wissen, wo das ist? Die beiden habe ich abgeklappert, das habe ich abgeklappert. Würden nur noch die Notrufe übrig sein und ganz ehrlich, ich habe keine Lust, da jetzt noch drei Signale abzuklappern. Vor allem macht ein Notruf halt überhaupt keinen Sinn für biologische. Naja. Eigentlich schon irgendwie, oder? Ich will jetzt wissen. Ich will es jetzt einfach wissen. Warte, wir machen die drei jetzt auch noch. Weil es jetzt. Ach, ist mir scheißegal jetzt. Weil ich will jetzt einfach fürs nächste Mal auch wissen, macht es überhaupt Sinn, diese Signale abzuklappern oder nicht? Fliegt man jetzt am nur drüber und rum. Und wenn wir sehen, das ist irgendwie nur menschlich, dann lassen wir es liegen. Könnte natürlich sein, dass es eine Rettungskapsel ist, oder? Oh, das wäre interessant. Wenn der Scanner dann anschlägt, weil ein biologisch. Das wäre seltsam. Vielleicht gar nicht so seltsam. Da ist das Signal. Signal mit Ula. So. Die Notrufe weniger, aber wenn du irreguläre Signale findest, sogar mit Bedrohungsstufe.
Ja, die lohnen sich dann. Okay, aber die irregulären habe ich hier schon abgesucht. Da war ja nichts. Also da waren. Das waren halt so Schmugglerverstecke. Aber ich suche ja die biologische Existenz hier. Da lagen ja bloß so. Ja, da bekommst du halt Mats. Ja. Gut, auf Suche nach Mats bin ich ja gar nicht. Aber gut, dann weiß ich. Also. Dann bekomme ich. Aber ich suche ja das biologische Ding. Sind die dann auch manchmal bei den irregulären oder. Biologische sind in diesem Fall meistens Pflanzen. Die Frage ist halt, wo sind die Pflanzen? So, da haben wir jetzt wahrscheinlich hier wieder. Drohnen. Schiff. Ja, ich höre die Drohnen schon. Drohnen. Zeig dir den Detailoberflächenscanner an. Ja, den habe ich ja schon. Schau mal oben rechts. Ich habe diesen Planeten ja schon gescannt. Das ist ja der Witz an der ganzen Geschichte. Und da kam halt das hierbei raus. Na, sonst halt nichts. Deswegen weiß ich nicht, wo ich hinfliegen soll. Die blauen Markierungen sind das. Hä? Was für blaue Markierungen? Was? Dem Planeten, wenn du im Orbit bist. Die blauen Markierungen. Du meinst, sie werden hier gar nicht im Navigationsmenü angezeigt? Das ist ja scheiße. Dann habe ich ja hier total meine Zeit verschwendet. Okay. Danke für den Hinweis. Da gucke ich da nochmal. Die blauen Flächen. Ach so, die blauen Flächen jetzt. Du meinst all das hier, oder? Was ich jetzt nicht sehe. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Die blauen Flächen. Ach so. Ich will Pflanzen scannen, ja. Ich will die jetzt einfach mal. Jetzt habe ich so lange nachgesucht, ich muss die jetzt einfach. Da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Ich muss das jetzt machen. So. Vor allem auch, damit ich es mir merke fürs nächste Mal. So. Blaue Fläche. Jetzt klatschen wir wahrscheinlich gleich wieder runter. Da, das meinst du. Ach, ich bin so doof. Ich bin so doof. Ich dachte, es ist einfach ein. Es ist so von meinem Scan so ein Überbleibsel, so ein Grafikfehler. Ja. Wahrscheinlich sind das eh nur Bakterien. Suche in der Systemkarte nach Planeten mit Atmosphäre und Kohlenstoff. Na, du weißt ja, eigentlich bin ich ja unterwegs. Diesem Taruiden-Kult auf der Spur zu sein. Deswegen, ich habe diesen Planeten hier nur zufällig auf dem Weg entdeckt.
So, jetzt brauchen wir eine große Fläche am besten. Eine große blaue Fläche, die wir nicht verfehlen können. Dass wir nicht aus Versehen genau in so einem schwarzen Loch landen. So, das davon ist doppelt so groß. So, und da düsen wir jetzt hin. So. Ich jetzt einfach den Kurs so halten würde. So. Da lande ich doch jetzt ganz gut. Nimm am besten die Sonnenseite. Das sagst du mir jetzt. Nee, komm, wir machen das schnell im Dunkeln. So, das sieht ziemlich blau aus hier. Das ist gut. Blau ist der Biberbau. So, da, 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 da. Vielleicht sind das ja so luminisierende Bakterien, dann sehen wir die im Dunkeln besser. Nein, offenbar nicht. So, die klingen bestimmt ja an den Stein. Ich glaube, ich sehe da vorne schon was. Ja, den Artemis-Anzug haben wir natürlich. Das ist ja alles gut. So weit sind wir ja schon. So. Warnung, gefährlich niedrige Temperatur festgestellt. Jo. Ne? Wenig. Deswegen Sonnenseite. Ist hier irgendwas? Aber was macht der, was ist da der Unterschied? Zur Sonnenseite, was ist da besser? Weil du dort alles siehst, ja. Aber hier ist ja nichts zum Sehen. Da hinten ist irgendwas. Aber offenbar keine Bakterien. Oder irgendwas Pflanzenmäßiges. Wir könnten natürlich im Rover noch ein bisschen rumfahren. Wenn der Scanner was findet, bekommst du einen akustischen Hinweis. Okay. Ich habe das ja auch schon mal gemacht. Ich kann mich nur nicht mehr richtig daran erinnern. Ich düse jetzt einmal nochmal mit dem Fahrzeug rum. Wenn wir schon ab Zeit verschwenden, sind dann richtig.
wie hast du deinen Samstag so verbracht? Ach ja, ich bin sinnlos auf dem Planeten rumgefahren und hab Dinge gesucht, die es eigentlich gar nicht gibt. Und tu so. Ja. Bisschen Treibstoff vom SRV noch verschwenden. So. Mal sehen, vielleicht können wir ja optisch irgendwie was ausmachen. Was sich irgendwie unterscheidet vom Rest der Welt. Ach ja, ich habe ihm zugeguckt, dass Sinus auf dem Planeten rumlief und Sachen gesucht hat, die es gar nicht gibt. Das ist sogar noch besser. Das ist sogar noch besser. Uiuiuiui. Na toll, wir machen unser Auto noch kaputt hier. Herzlichen Glückwunsch, ich habe nie behauptet, dass hier qualitativ hochwertige Unterhaltung gibt. Hui. Wir machen echt das Auto noch kaputt hier. Vielleicht startest du auch Elite Dangerous und suchst den Planeten Pflanzen. Ja, dann kannst du auch sinnlos durch die Gegend fahren. Das ist eine gute Idee. Huh. Wir haben uns einmal gedreht. Hier sieht aber auch echt alles gleich aus. Wäre geil, wenn das echt Pflanzen sind, die nur bei... Oh. Nee, oder? Ist das hier was? Warum hat mein Ding gerade so geflackert? Wäre echt geil, wenn das Pflanzen wären, die nur bei Sonnenlicht raus... Ach, das ist mein Fahrzeug. Rauskommen. Ich dachte gerade hier so... Hier, da, da ist was. Aber das ist nur das Triebwerk. Auf der Sonnenseite laden, ja. Weißt du, weil ich es halt immer besser wissen will? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich war mir das schon klar, aber weil ich halt zu faul bin, das ist ja das Problem. So, hier, diese Steinchen hier, ne, die sind auch nichts Besonderes. Da ist so eine Fläche, die leuchtet so merkwürdig. Ah, ich steig mal kurz aus. Oh, warte. Ich habe was gehört. Da. Jawohl. Ich hab's! 1 von 3. Oh Gott, so sehen die aus. Puh.
bin ich noch nie. Du verstehst es auf Sonnenseite. Nein, verstehe ich nicht. Wieso? Hä? Funktioniert doch gut. Ich habe überhaupt kein Problem. Ich wollte das genauso machen. Oh Mann. Okay. Komische Flechten am Boden. Zumindest wissen wir jetzt, wie sie aussehen. Nicht in den Stein fahren. Aber schön, dass du bei mir bist, Oskar. Dann fühle ich mich nicht ganz so alleine. Mit meiner Dummheit. Was ist das? Bronzit Chondrit. Okay. Na, das nehmen wir noch mit. Ui. Ein bisschen Nickel für unterwegs. Ein bisschen Phosphor für unterwegs. Manchmal glaube ich, man muss sich einfach nur lang genug auf den Planeten aufhalten. Und erst dann kann man die Sachen finden. Die spawnen dann erst. So. Frachtgreifer eingefahren. Die steigt nochmal aus. Jetzt kommt so ein Sandwurm und frisst mich.
zwar da oben auf dem Radar haben wir so ein kleines Zeichen. Das ist wahrscheinlich unsere letzte Entdeckung. Damit wir wissen, wo wir hergekommen sind. Ich fahre mal weiter in die Richtung, ne? Wir können natürlich einfach auch Materialien sammeln, solange. Da scheint es hier nicht so schlecht zu sein. Cadmium, haben wir noch gar nicht so viel. Neues Material entdeckt. Silly. Neues Material entdeckt. Zinn. Oh ja, Zinn ist sehr außergewöhnlich. So. Ich hoffe, ich kann mein SRV irgendwie noch reparieren im Schiff dann auch. So, wenn ich das hier eingesammelt habe. Ah, tanken. Ah, repariert wird es automatisch, nur getankt wird es nicht. Okay, und tanken kann man. Ah, mit Synthese, okay. Na dann. Ist ja alles gut. Sollten wir hinbekommen können. Also hier kann ich es auch betanken, oder? Meinst du? Meinst du? Ah ja, alles klar, okay. Reparatur würde auch gehen, Munition kann man auch. Okay, alles klar. Dann bin ich ja beruhigt. Ups, nein, das Schiff brauchen wir hier nicht. So. Warnung, gefährlich niedrige Temperatur festgestellt. Ich höre nichts. Mal in die andere Richtung vielleicht. Da hinten war unsere letzte Entdeckung. Ne, okay. Fahren wir weiter in die Richtung. Wenigstens ein bisschen Material gibt's hier. Da fahren wir nicht ganz sinnlos durch die Gegend.
Vielleicht fahren wir eher so in die Richtung. Da. Ups. Aha, so. Wenigstens ist es einigermaßen eben hier. Da können wir ganz gut fahren, ohne uns komplett zu zerschrotten. Ist da was? Es leuchtet so komisch bläulich. Ich glaube, das ist nur. Wird es irgendwie angeleuchtet. So. Okay, schauen wir mal. Ich warte nur auf ihr Gequatsche, weil sie labert mir immer in meinen Scan rein. Dann höre ich das Bing nicht, falls es eins gibt. Ah. Okay. So. Was passiert eigentlich mit dem SRV, wenn ich aussteige und zu Fuß dann ins Schiff einsteige? Der geht dann nicht kaputt, ne? Der bleibt dann da. Dann könnte ich ihn ja theoretisch. Aber wenn ich starte, glaube ich, verschwindet, oder? Müsste man mal schauen. Wird zerstört, wenn die Reichweite überschritten. Okay, aber wenn ich. Das heißt, ich kann starten, ich darf nur nicht zu weit wegfliegen. Aber meine Überlegung ist, ob man den auch mit Drohnen reparieren kann. Das ist natürlich völliger Quatsch und niemand braucht das, aber. Wäre interessant. Nein? Wieso nicht? Hast du schon mal probiert? Hatte schon mal wem in meinem SRV sitzen? Du warst am Schiff am Fliegen? Konntest nichts drauf losschicken. Ah, okay. Schade. So. Ich würde jetzt schon noch gern die zwei anderen blöden Bakterienkolonien finden. Das Gute ist, dass es hier nur eine Art gibt. Müssen wir uns nicht entscheiden, was wir suchen. Warnung, gefährlich niedrige Temperatur festgestellt. Jetzt labert die mir wieder in den Scan rein. Laber nichts. Thank you.
hier irgendwie laden? Nee. Ein bisschen unheimlich hier. So allein auf dem Planeten rumzulaufen. Aber viel unheimlicher wäre es ja, wenn man nicht alleine wäre. Also wenn... Die Räder sehen merkwürdig aus. Wenn dann noch etwas anderes wäre. Und uns beobachten. Hoppla. So, scannen wir nochmal. Warnung, gefährlich niedrige Temperatur festgestellt. Ja, so das doof ist. Auch so warm bei dir. Hier sind wir wieder bei 30 Grad. Ja, sind wir bei mir auch. Das ist schlimm. Oder schön, oder je nachdem, was man bevorzugt. Es war heute Nacht schon so warm. Ich denke, ich werde jetzt auch nicht mehr so lange machen. Also eigentlich gar nicht mehr lange. Ach ja, weil das Leben schon wieder ruft. Du sitzt deswegen auch nicht an deinem Desktop, weil es dir zu warm ist. So, so, hast du etwa einen Laptop, für dass du im Garten sitzen kannst oder was? Oder auf dem Balkon. Das wäre mein. Da wäre ich glatt eifersüchtig ein bisschen. Hui. Weil meine Frau hat den Ventilator, der... Die braucht ihn, um halt mit der Kleinen schlafen zu können. Und wir haben nur einen. Und deswegen bin ich da derjenige, der hier so rumsüffen darf. Ist ja auch richtig so, aber... Ne? Ein bisschen jammern darf man trotzdem. Nee, das ist nicht einer. Ah, okay. Also, aber du hast Zugang zu einem Laptop. Das ist trotzdem... Bin ich trotzdem neidisch.
sitzt da schön draußen im Schatten unter einem Baum oder so. Zockst ein bisschen mit WLAN. Oder hast du den Kabel rausgelegt? Oder hat der Baum vielleicht sogar einen Switch verbaut? Ein Netzwerkbaum. Ah, von der... Oh, so. Darf man das? Warnung, gefährlich niedrige Temperatur festgestellt. Boah, da hatten wir letztens einen Arbeitsunfall. Oder was ist letztens? Ist schon eine ganze Weile her. Kam einer an. Ja, mein Laptop, der geht nicht mehr. Also, sein Arbeitslaptop. Also, wir haben so... betreuen so Firmen-IT-mäßig und dann ja, der ist kaputt, der geht nicht mehr. Hat halt einen Bootloader-Fehler gehabt, also muss man den Bootmanager reparieren und so weiter. Und dann haben wir das gemacht und dann so drauf geguckt, ist halt einfach Steam installiert. Da sagt keiner was. Na, da hast du Glück. Also, kommt ja immer auf die Arbeit auch an und so. Ist ja bei vielen auch nicht problematisch. Und das war halt einfach Steam installiert. Weißt du, bei jemandem, der sowieso schon immer so rumkracht, so. Ich meine, ist ja jetzt nicht irgendwie tragisch oder so weiter, aber denkst du halt auch, es war halt jemand, der so rumkracht, so Datenschutz und ihr kriegt mein Passwort nicht und bla und Zeug, ne? Also wir sind halt die Administratoren von dem Laden und dann hat er halt immer so ein bisschen so rumgemeckert, so auf dicke Hose gemacht und dann guckst du halt so drauf, ja, Steam und Spiele installiert und pipapo, irgendwelche Messenger und keine Ahnung was, und denkst du so, ja, ist klar, Datenschutz. Sachen drauf installieren kannst du nicht. Bist du nicht als Admin? Ach so, aber wie kannst du dann? Dann bist du nur am Gucken, okay. Ich dachte, du zockst jetzt nebenher auch gerade. Ja, gucken ist ja nicht das Thema. Ich dachte, du darfst auch zocken auf dem Ding. So, schade, haben nichts gefunden, ne? Jetzt bräuchte man nur eine Stelle, wo unser Schiffchen landen kann. Aber ich muss leider die ganze Suche hier unterbrechen. Keine Ahnung, ob ich das nächstes Mal nochmal weitermache. Ich mache mal ein bisschen Entfernung noch. Vielleicht haben wir ja Glück. So. Und finden noch was. Warnung, gefährlich niedrige Temperatur festgestellt. Okay. Ich glaube, wir müssen das Schiff rufen. So. Da zockst du nichts. Da ist nur eine Nvidia Quattro 1000 drin. Was? Ja, so. Ein paar Spiele würden trotzdem gehen, ne? Minesweeper zum Beispiel. Solitär. Das geht immer. Ja, und was hast du so gemacht? Ja, ich habe den ganzen Samstag Solitär gespielt. Da bin ich. Da. Kann ich mir meine Koordinaten irgendwo anzeigen? Nee, ne? So, okay, wir rufen mal. Schiffchen. Schiff zurückgeordert.
Ja, so schlecht ist es jetzt ja nicht. Das ist ein Dell Precision 7550. Okay. Sagt mir nichts. Wir haben nur, wir haben meistens, HP-Zeug bei uns in der Arbeit. Und dann halt auch meistens nur so Workstations, von daher. Die Leistung ist dann meistens, ja, irrelevant, ne? Wenn die Leute halt nur so Office bedienen, dann. Lenovo haben wir auch zum Teil. Also bei Laptops ist Lenovo tatsächlich die bessere Wahl. HP ist so, naja, geht schon, ne? Wie gesagt, wenn du keine hohen Anforderungen hast. Bist du froh darüber, dass du keine HP hast. Was halt bei uns oft ist, wenn du so einen nimmst mit einem vorinstallierten Windows und so, ne? Also einem initialisierten Windows, also wo du halt dann die Installation startest, dann ist halt schon so HP-Scheiße drauf, so Security Agent und Zeugs, und das musst du dann erstmal runterschmeißen. Du benutzt ein paar Programme, die höhere Leistung benötigen. Da hast du die Leistung benötigen, darum hast du die höhere Ausstattung. Ja. Dann ist ja gut. Wenn dein Arbeitgeber das checkt, dass man das dann auch braucht. So. Bei unserer IT werden die Geräte immer direkt platt gemacht und neu eingerichtet. Ja, das haben wir schon auch. Aber es kommt halt auf Kunden an. Wir betreuen ja verschiedene Kunden. Und bei manchen brauchst du das nicht machen, weil der Zeitaufwand halt ziemlich gleich ist, ob das jetzt Windows da initial installierst oder und dann deine drei Programme drauf machst, die Leute brauchen, oder ob du mit der Image-Datei da drüber gehst. Das ist dann oft egal bei dem, was wir machen. Aber wenn du da natürlich je nach Anforderung andere Sachen hast, da kann ich mir vorstellen, dass. Also ist bei uns, bei manchen Kunden ja auch, dass wir da dann halt direkt das Image nehmen. Oder wir, wenn den PC austauscht oder so, dann ist ja auch oft so, dass einfach die vom alten eine Sicherung machst und die da dann drauf haust und so. Naja, okay. Ich muss leider aufhören. Bin hier schon ein bisschen heißer. Ich bleib hier einfach mal sitzen auf dem Planeten und mal schauen, nächstes Mal glaube ich. Ich glaube ja nicht, dass ich die Suche fortsetzen werde, aber ja, mal gucken, was so passiert. Ne? Gut. Dann sage ich mal. Achso, du hast noch ganz viel geschrieben. Naja, die Firma, in der ich arbeite, ist nicht gerade klein. Gibt wohl keinen, der den nicht kennt. Unsere IT ist auch intern nicht extern. Ja, klar, bei einer bestimmten Firmengröße lohnt sich eine eigene IT auch. Oh, beziehungsweise, ja, kommt drauf an, ne? Gibt auch kleine Firmen mit eigener IT, je nachdem, wie halt der so der Bedarf ist, ne? Naja. Gut. Ich sag mal tschüss, ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Hol dir keinen Sonnenbrand bei der Hitze. Bis dann, danke fürs Reinschauen. Ciao.